Jessica Haller spricht offen über ihre Schönheitseingriffe. Erst kürzlich erzählte die ehemalige Bachelorette, dass sie eine Lippenunterspritzung rückgängig machte. Fangt niemals damit an, warnt die Influencerin. Jetzt spricht sie von einem weiteren Eingriff, den sie bereut. In einem Q&A auf Instagram plaudert Jessica Haller aus dem Nähkästchen. Ich habe schon echt viel ausprobiert und eine Fettabsaugung war auch dabei, das ist allerdings schon Jahre her, so die 33-Jährige. Speziell mit der Fettabsaugung machte die Frau von Johannes Haller offenbar keine guten Erfahrungen. Spart euch dieses Geld, diese Schmerzen und die Ausfallzeiten, appelliert sie an ihre Follower. Heute setzt die Influencerin nicht mehr auf derartige Schönheitseingriffe. Vielmehr bringt sie mit Sport ihren Körper in Form. Zuletzt machte sie eine 70-Tage-Challenge, mit der ihr eine krasse Body-Transformation gelang. Nach keinem Eingriff sah ich je so fit aus, wie nach meiner Challenge. Ich weiß, dass es Disziplin erfordert, aber es lohnt sich. Und wer wirklich will, der kann alles erreichen. So Jessica Haller abschließend.